Hey Leute, willkommen zurück zu Spore. Und wir haben in dem letzten Part die Zivilisationsphase abgeschlossen, indem wir... Wie ist die Fähigkeit nochmal? Globale Fusion, genau. Globale Fusion eingesetzt haben, die alle anderen Städte auf einen Schlag kauft. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, schon in der ersten Minute musste ich husten. Ich drehe durch. Ja, wir gehen jetzt in die Weltraumphase und ich werde mir ein Schiff so von Mainz holen. Weiß ich, habe 4 Stück gemacht, wusste ich gar nicht. Nehme ich das hier. Sieht doch ganz okay aus. Passt schon. Und ja, wir haben in der ersten Phase die Zivilisationsphase abgeschlossen und gehen jetzt in die Weltraumphase. Und am Anfang gibt es eine Menge Tutorial-Scheiße in der Weltraumphase. Ja. Tutorials, ich hasse es. Passt schon irgendwie. Ja. 3 Jahre später. Und da ist unser Schiff. Es sieht zwar klein aus, es ist auch klein. Und ja. Wir sitzen da jetzt drin und dürfen rumfliegen. Und es fängt aus irgendeinem Grund an zu laggen. Shit, weil mir irgendwie klar ist, dass in der Weltraumphase etwas lenken wird. Und wir können rumfliegen. Uey. Und wir können mal dazu die Maus benutzen und uns im Kreis drehen. Oder wir können einfach Pfeiltasten oder Dinge benutten. WASD halt, ne? Okay, hier schon der erste Tutorial. Blabla ist eigentlich uninteressant. Man kann das eigentlich überspringen, weil das nur wie fliegt man das Schiff ist. Ja, ich weiß, was das Raumschiff ist. Und jetzt schickt er uns, jetzt zum benachbarten Planeten, glaube ich, erstmal. Weil da irgendwas entdeckt wurde. Schon. Wir haben unser erstes Raumschiff und schon haben wir anscheinend die übelsten Scanner und können alles sehen und so. Kacke. Oh, und jetzt sind wir im Weltall. Yeah, zumindest in unserem Sonnensystem. Weiter können wir noch nicht weg, da wir noch keinen Interstellarantrieb haben. Unsere Aufgabe ist, fliege zum Planeten Vini. Reise zum Planeten Vini und untersuche die Oberfläche. Das ist der hier. Wir gehen wieder hin und zoomen ganz nah dran und landen. Beziehungsweise fliegen in die in den Orbit halt sowas. Und boom, ein Ereignis. Da ist was auf dem Schiffsradar. Tatarata, ein anderes Raumschiff und komische Symbole. Ein abgeschütztes Raumschiff und es sendet ein seltsames Funksignal aus. Fliege dorthin und untersuche mit dem Scanner-Werkzeug die Absturzstelle. Und jetzt seht ihr da bei dem Raumschiff so komische Wellen. Das ist der Scanner hier. Wenn man den Radar, wenn man den aktiviert hat, kommen diese Teile. Und das ist der Scanner, den müssen wir nutzen. Ach ja, genau. So drückt man die Karte. Völlig vergessen. Ganz nah ran. Und auflegen. Scan. Gescannt. Bringt uns ein paar Sachen, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Außerirdische, aber keine Lebenszeichen. Sieht so aus, als hätten sie vor ihrem Tod irgendeine Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment. Das Wrack hat einen Transportstahl aktiviert. Mehrere Objekte werden an Bord geholt. Was sind das wohl für Objekte? Vielleicht die ultimative Waffe des Weltalls? Nein, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Raketen und ein interstellarer Antrieb, in den offenbar Sternkoordinaten einprogrammiert sind. Was zur Hölle? Ich kann nicht lesen. Total falsche Betonung. Der Schaden am Wrack scheint von einem Kampfer herzurühren. Alter, was ist los mit mir heute? Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen. Hat es aber nicht geschafft. Und das war ein epic Lesefail von mir. Und jetzt haben wir kleine Protonenraketen. Ob ich jemals die großen kriegen werde, ich weiß es nicht. Ich hole sie mir eigentlich irgendwie nie. Verpenne ich immer. Warte, achso, wir müssen ja hier. Ich kann ja nicht ins Weltall. Okay, jetzt schon. Jetzt habe ich den Interstellar-Antrieb. Stimmt, ich soll das Sonnensystem verlassen. Und dem blauen Strahl folgen. Jetzt sehen wir zum ersten Mal das große, weite Universum. Mit einer Menge Planeten. Und das sind wirklich extrem viele. Ich schätze, es sind mindestens 1 Million. Mindestens. Wenn man sich das mal anguckt, hier sind schon eine Menge drin, aber überall hier und dann in der Mitte sammelt sich der ganze Scheiß nochmal. Es sind 100 pro über 1 Million. Das heißt, wir fliegen aber erstmal zu unserem Ziel.
und Phylos. Wir müssen nach Phylos. Phylos, 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 der da. Hä? Ist das überhaupt das richtige Sonnensystem? Ach, wir sind schon. Ne, sind schon nicht. Auch das ist das Sonnensystem, Phylos. Zum Planeten Malt. Ich Vollfoss. Epic Fail Number 2 in dieser Folge. Ja, ja, da ist was auf dem Schussradar. Schon wieder. Eine zerstörte Stadt gleich 3 cm weit weg. Und das hätten wir nicht so sehen können. Nein, guck doch mal. Die ist 3 cm weit weg, die kann ich von hier aus sehen. Scan. Oh, wir haben die Stadt gescannt und da hinten ist irgendwas hochgebrochen. Der Scan hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat er trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendeine Aktivität auf dem Radarschirm. Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott, nein, das ist eins von Mind. Der Scanner muss die Verteidigungslager der Kolonie. Die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment, da kommt ein Funksignal rein. Warnung, Eindringlinge der Groks entdeckt. Alle Groks-Eindringlinge werden vernichtet. Initialisiere Selbstverteidigungsgruppe Groks 999, aha. Alle Groks-Eindringlinge werden vernichtet. Wir sind zwar keine Groks, aber scheiß drauf. Warnung, alle Groks-Eindringlinge werden vernichtet. Wir sind keine Groks, verdammte Scheiße. Egal, dann töten wir sie halt. Wir können auch einfach abhauen, aber töten ist lustiger. Wir mit unserem Mini-Laser, wir könnten auch die Protonenraketen einsetzen. Boah, ich treffe nicht. Boah. Ich habe den anderen voll getroffen, aber der hat keinen Schaden genommen. Voll daneben. Ja, ja, so kämpft man ungefähr in dieser Phase, was ziemlich ein bisschen schlecht gemacht ist, finde ich. Ich meine, man kann auch keine Truppen bauen oder so, Kack, was das Ganze ziemlich erschwert, wenn so eine riesige Armee auf einen zukommt. Vor allem, wenn man gegen die Groks kämpfen würde. Die würden einen so auseinandernehmen. Dein Seti, was auch immer das heißt, Gerät empfängt starke Funksignale von diesem Stern. Fliege hin und erforsche ihn. Okay. Ich glaube, die Meldung kam ein bisschen zu spät. Mission ausgeführt. Wir wussten, dass wir nicht allein in der Galaxie sind. Ach nee. Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Oh Scheiße, Entschuldigung. Entschuldigung. Da musste ich aus Versehen rüpsen und das kam unerwartet. Ich konnte es nicht verhindern. Tut mir leid, Leute. Ich werde sterben daran. Nein, nicht wirklich. Ihr auch nicht, hoffe ich. Spuren an einer untergegangenen Zivilisation. Feindliche Sicherheitsdrohnen sind und die Groks. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Erforschung der Galaxie weiterführen und uns auf mögliche Feindseligkeiten vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasen. Unsere Wissenschaftler sind dabei, einen interstellaren Antrieb zurückzuentwickeln. Zurückzuentwickeln? Hä? Egal. Außerdem haben wir für dein Schiff ein Seti-Gerät entworfen. Hat sich das nicht gerade? Hä? Ach, was auch immer. Es fängt Signale anderer intelligenter Lebewesen in der Galaxie auf, wenn du Sterne damit anvisierst. Kapitän, wir brauchen dich im Cockpit unseres Raumfahrtprogramms. Wir müssen unser Reich und unseren Wohlstand vergrößern, indem wir auf anderen Planeten Kolonien errichten und Rohstoffe fördern. Har, har, mehr Geld. Wir haben einige Freiwillige dazu verpflichtet, mit einem unfassbar effektiven Kolonie-Unfassbar-Paket zu arbeiten, das wir auch in deinem Kolonisierungswerkzeugkasten hinzugefügt haben. Ach. Unsere Astronomen haben das Himmelszelt beobachtet und einen bewohnbaren Planeten ausfindig gemacht. Er heißt Jenny Fine oder wie auch immer. Okay, wie gründe ich eine Kolonie? Ausgezeichnet, eine wieder Tutorial-Scheiß. Das Reich wird stolz auf mich sein. Genau, das Reich. Na, toll, danke Leute. Egal, ich repariere mich erstmal. Reparieren. Ist alles gratis auf dem Heimatplaneten. Wir könnten die Gewürze verkaufen, die wir gerade bekommen haben, aber mache ich nicht. Weil die hier nur 200 bringen und das ist viel zu wenig. Man kann bis zu 5000 die roten Gewürze verkaufen. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal... Wohin? Wenn die Cutscene unterbrechen würde, würde ich da gerne was sagen, aber ich kann die Namen nicht lesen. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roten oder blauen Umlaufbahnen. Aber die haben nicht immer die besten Rohstoffe. Das heißt, wir fliegen zu dem hier, weil wir den auch besiedeln müssen. Ich habe gerade um was Lustiges gedacht. Oh cool, der hat sogar grüne
Gewürze. Die sind schon ein bisschen mehr wert als rote. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden, vom Karmo bis zur blühenden Terra Scott-3-Oase, bla bla bla, alles unnötig. Okay, wow, 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 ziemlich viele Gewürzgäste hier auf diesem Planeten. Okay, wo fliegen wir hin? Wo platzieren wir unsere Kolonie? Am besten ganz nah von vielen Gewürzgästen, wie zum Beispiel hier unten. Das sind 4 Stück ganz in der Nähe. Ah, wo kann ich die bauen? Wo kann ich die bauen? Ja, hier. Bisschen so, genau. Und bam, auf einmal ist der ganze Berg weg. Und dort entsteht jetzt eine Stadt. Beziehungsweise eine Kolonie. Ja, ja. Man kann noch. Okay, jetzt kommt da so ein Schutzschild, weil der Terrascan noch nicht hoch genug ist. Das heißt, der Planet ist eigentlich ohne Atmosphäre und wir haben da mal eben kurz eine Kolonie draufgesetzt. Und jede Kolonie, die auf einem Planeten ohne Atmosphäre ist, errichtet sozusagen Mini-Atmosphäre, damit die Leute da überhaupt überleben können. Aber man kann keine Gebäude darauf bauen. Noch nicht. Wie man sieht, Terrascott so niedrig. Und die Gebäude sind schweineteuer in der Weltraumphase. Also mit 100.000 Anfangs-Sport-Dollar kommen wir nicht weit. Da können wir vielleicht 3-4 Gebäude für bauen. Warum der Preis so gestiegen ist, ich habe keine Ahnung. Und jetzt muss ich wieder zur Heimatwelt zurück. Bing. Auf zu Hundekuchen. Yay, unsere Heimatwelt. Du hast Gewürz gesammelt, was ich schon vorher getan habe. Und es ist ein wertvoller Handelsartikel und kann an jeden Arsch verscheuert werden, den wir brauchen. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeit, Captain. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wäre ich mir nicht so sicher. Wir verlassen uns drauf, dass du die Kolonie regelmäßig besuchst, um das produzierte Gewürz abzuholen, welches noch nicht produziert wird, da der Teil der Ausgabe so niedrig ist. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascan von Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird auch unseren neuen Kolonieplaneten zugutekommen. Ich glaube, ich habe das ausgelassen. Egal. Bis dahin müssen wir uns um dringendere Angelegenheiten kümmern. Bist du bereit, weiterzumachen? Klar, ich habe ja hier keine Wahl, sonst geht's ja nicht weiter. Kapitän, wir haben Signale aufgefangen, die vermutlich von anderen hochentwickelten Lebewesen in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Benutze das CT-Werkzeug an Bord deines Raumschiffes. Es ist dasselbe, um sie schnell zu finden. Wirst du diese Mission übernehmen? Natürlich, klar. Bla bla bla, wieder Tutorial. Wir können bla bla den Ursprung der Übertragung nicht genau bestimmen. Muss sich also ein wenig umsehen. Na klar, immer fällt die Arbeit auf mich zurück. Boah, ey, nutzloses Pack. Sobald du im Interstellar warum das Lied zum Stern und benutze, Mauszeiger auf Stern halten, da kommen blaue Wellen und so ein Kack alles. Der Weltraumausflug führt zur Abnutzungserscheinung an deinem Schiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Schiff repariert und aufgeladen werden muss. Gottverdammte Scheiße! Dabei kannst du gleich bei der Missionszentrale anfragen, ob du weitere Aufträge im Rahmen des Raumfahrtprogramms vorlegen. Blablabla, verstanden, Schiff. So, und ich habe jetzt gerade schnell vorgelesen, weil der Part fast zu Ende ist, zumindest für mich. Denke ich. Ja, müsste. Cool, wir haben einen Mond. Den haben wir schon in der Kreaturenphase gesehen. Hey, da hinten ist noch ein Planet. Achso, das ist der. Auf jeden Fall, ich beende diese Folge für heute. Wir haben einen Ring? Wie geil ist das denn? Ich hatte noch nie einen Planeten mit einem Ring. Egal. Wir beenden diese Folge für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bam.